Okay, dann. Oh, hier fehlt noch was. Da. Das bitte zumachen. Und hier sehe ich zwar nichts, aber sammelt bitte alle Leichen ein, falls da Leichen sind. Ich brauche hier unten unbedingt Licht. Bist du das gute Muster? Nein, du bist so ein altes Muster. Mach das alte mal weg. Tu den dahin. Machen wir das hier. Genau. Licht, Licht. Überall Licht. So, genug rumgefriemelt. Ich würde ganz gerne zu der Ölgeschichte, genau. Warum bauen wir so viele Raffinerien? Warum bauen wir so viele Raffinerien? Brich das mal ganz kurz ab. Wir wollten so viele Chemical Plants bauen, richtig? Warum haben wir Chemical Plants? Mann, 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 Mann. Genau, die Dinger hier. Nimm die mal mit. Die können wir jetzt schon abreißen. So. Das Ding hier hinten theoretisch auch, aber dann haben wir unser Inventar wieder voll. Hier kam nämlich Schwefelsäure, genau. Das heißt, wir nehmen jetzt die Fabriken, die wir unten abgerissen haben, wappen die hier oben hin. So. 4. Könnte okay sein. Dann bau bitte nochmal da ein Stack von. Da ein paar Stacks von. Und bricht die eine Raffinerie da ab. So. Also, ich hätte ganz gerne. Wo sind die Leichen? Da sind die Leichen. Ich hätte gerne einen Biter King. Dann hätte ich gerne einen Spitter King. Dann hätte ich gerne eine Biter Queen. Und ich hätte gerne eine Spitter Queen. So. Dann hätte ich gerne hier eine Reihe. Und. Eventuell baue ich später noch so um, dass man durchlaufen kann, aber jetzt sehe ich nicht so wirklich eine riesen Gefahr da drin, dass das jetzt irgendwie dazu führen könnte, dass unsere Basis untergeht, dass ich hier jetzt nicht durchlaufen kann. Das heißt, die brauchen jetzt jeweils noch eine Kiste. Das heißt, ich baue mal davon 5, davon 5. Du hättest gerne Leichen, 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 Leichen. Das war jetzt Spitter, Biter, Spitter, Biter, okay? Spitter. Spitter Queen. Biter Queen. Spitter King. Biter King. So richtig so, ja. Dann noch Ärmchen rein. Rein, rein, rein. Und, haben wir noch Platz unten? Nö. Okay, dann einfach genau gegenüber rausschmeißen. So. Ja, und beschränken muss ich da nichts. Also ich denke nicht, dass wir irgendwann einen Überlauf haben sollten an Knochen, Chitin und Alien-Artefakten. Also, Eier, ne? Das ist, gut. Apropos Chitin, wie viel haben wir bekommen? 90. Ja, wir haben auch immer noch keine Möglichkeit, die automatisch einzusammeln. Das, muss ich mal schauen. Aber es ist schon mal soweit vorbereitet. Das heißt, wir können jetzt auf der anderen Seite. Ich habe ja noch hier ein, zwei Fabriken. Kann ich dich da einfach so ranbappen? Ne, dann mach mal einen frei. Ich mach mal hier und hier jetzt blaue Chipfabriken. Das könnte ein bisschen garstig werden mit dem Verbrauch. Also nicht von der Schwefelsäure, sondern eher von den grünen und roten Chips. Aber das müssen wir dann gucken. Momentan sieht es ja ganz gut aus mit denen. Also blau, Shift rechts, Shift links. Du nimmst da mal so ein Schlückchen von da, ein Schlückchen von da. Hättest gerne das da, kriegst dafür noch das da. Und dann werden die hoffentlich jetzt auch einigermaßen flott produziert. Du brauchst nur Rot und Grüne, ne? In was für einem Maßstab? 20 Grüne, 2 Rote. Okay. Dann kriegst du mal 100 Grüne und 10 Rote. 20 zu machen wir mal so. Wird nicht passend sein, aber es könnte reichen. Weil das braucht eine ganze Weile auch zum Bauen. Wobei, das könnte ich jetzt hier beschleunigen. Ich könnte ja Speed-Module reinballern, damit wir die schneller bekommen. Ich glaube, ich mache aber erstmal nur 2er-Module rein.
Dann gucke ich, wie sich das ausbalanciert und dann schauen wir weiter. Jetzt muss ich auch mit den Flüssigkeiten hier hinhauen und so weiter und so weiter. Das heißt, Schweröl haben wir abgehakt. Es wird ein bisschen Lubricant hergestellt, der ganze Überschuss wird zu Leichtöl gemacht und Leichtöl wird benutzt, um die Fuelblocks herzustellen. Und Fuelblocks brauchen wir immer und in Massen. Staut sich auch nicht übermäßig. So, Petroleumgas. Petroleumgas staut sich, weil wir keine Kohle haben. Ist mal wieder eingetreten, ha? Machen wir das weg. Da unten ist noch ein Kohlefeld. Ich glaube, ich schnapp mir jetzt den 5er Mining Drill und hau den auf das Kohlefeld. Oh, apropos, ich würde ganz gerne, wo wir gerade hier am Rumlaufen sind, die da abholen und ein paar Ding, Türme bauen. Haben schon 4 da. Achso, und Angriff, 9 Türme schießen, sollte okay sein. Sortieren wir bitte aus. Knochen, komische Leichen, Chitin, Holz, Roboter, Raffinerie und der Panzer ist fertig. Ja, Problem ist halt nur der Laser. Das Lasergewehr, das habe ich gar nicht, glaube ich. Und schön, dass die nicht erforschten Sachen hier gar nicht auftauchen. Also Waffen. Achso, weil ich das noch nicht habe. Okay. Lasergun. Jo, mach Lasergun. Und sortiere weiter aus. Die brauche ich nicht, die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht mehr wirklich. Der Rest geht. Achso, die da brauche ich alle nicht. Genau. Runter, runter, runter. Was wollte ich jetzt? Ich wollte Türme bauen. Ich wollte irgendwas unten machen. Das hier vernichten? Könnte ich jetzt langsam, oder? Nein, kurz mal überprüfen. Also Öl kommt. Leichtöl, Petroleumgas. Irgendwas mit Petroleumgas? Ha! Kohle. Genau. Ich wollte Kohle abbauen mit dem 5er Drill. Also geh runter. Da wäre das Kohlefeld. Da ist der Drill. Blub. So, die sind alle abholbereit, falls wir sie irgendwann mal brauchen sollten. Useless Topas, ganz, ganz viel, ja. Okay, die bleiben da. So, dann hätte ich gerne einmal den Super Drill. Du machst bitte das Feld hier leer. Jo, gib ihm. Ich. Keine Anzeige mehr. Jo. So schnell, dass es keine Anzeige mehr gibt. Wie viel hast du da drin? 90.000 Kohle. Gucken wir mal, ob das sichtbar runtergeht im Tausenderbereich. Also, ob da gleich 89 steht. Naja, ist zwar extrem, aber so extrem nicht, ne? Naja. Aber ja, sehr schön. Ah, das 89 ist da. Das heißt, wir haben gerade 1000 Kohle abgebaut. Und das können wir bei jeder Ressource theoretisch machen. Also wenn wir irgendwo ein Kristallcluster finden oder... Wir könnten einfach hier hinten hingehen, zu so einem Eisenfeld. Das Eisenfeld leer saugen innerhalb von ein paar Sekunden. Okay, das ist übertrieben, aber... Stell dir vor, wir hätten jetzt noch MK5 Speed-Module drin. Das geht gut ab. Also ja, Plastik sollte jetzt wieder klappen. Ich wollte, ich darf es nicht vergessen, bei der Forschung auch Richtung Tree Farm Mod zu gehen. Die Kiste ist bald voll. Wie schaut es mit Strom aus? Fällt gar nicht mal so viel. Ja, drauf 3,6 ist schon heftig. So viel wie alle unsere Lasertürme im passiven Zustand zusammen. Ja, 86. Aber okay, nimm mal raus und tu mal die Effektivitätsdinger rein. Da brauchen wir nicht ganz so viel Strom und dadurch Treibstoffblöcke und dadurch alles andere. So. Noch irgendetwas zu beachten, außer dass das Petroleumgas nicht schnell genug verwurstelt wird. Woran hapert es bei dir? Schwefel? Ja, am Schwefel. Dann machen wir doch mal das hier schneller. Eisen kommt nicht schnell genug rein, warum nicht?
Doch, das geht, das geht, das geht, das geht. Wollt ihr mal schneller? Ah, diese Pause dazwischen ist mal so ein bisschen doof. Das heißt, wenn ich Stack Size noch einmal erhöhe, dann dürfte er sich nicht mehr so aufhängen. Wenn ich da jetzt einen Very Fast hin mache, macht das keinen Unterschied, oder? Und doch einen ganz kleinen. Ja, okay. Mach den da möglichst schnell voll. Du bist nicht beschränkt. Beschränk dich mal auf 2 Stacks. Das sollte eigentlich echt reichen. Das wären hier insgesamt 400 blaue Chips, ne? Ja, grüne Chips kommen angeflogen. Wie sieht das... Genau, schon haben wir nur noch 900 grüne Chips. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, aber das ist okay. Problem, was ich halt wirklich sehe, ist, dass wir selbst mit 2 Fabriken, die durchgehend blaue Chips herstellen, nicht schnell genug die Schwefelsäure wegbekommen. Und wir können mit der nichts anderes anfangen. Das heißt, Petroleumgas wird sie auf jeden Fall stauen. Oh gut, ich habe extra Platz gelassen, ne? Also ich könnte hier dann einfach noch Tanks oben drauf bappen. Genau wie ich das hier ja auch könnte und da nicht muss, weil es sich nicht stauen wird. Wie sieht es eigentlich mit euch aus? Okay. 16. Ja, die Roboter holen immer von links zuerst ab. Das ist ein bisschen irritierend. Nochmal schneller. Ja, wobei, mach mal hier. Jetzt kriegen erstmal alle Fabriken, die noch nichts haben, die Stromspardinger? Ja, Stromspardinger. So. Dann bin ich im Umbau jetzt fertig. Ich kann also alles unten abreißen, richtig? Richtig. Also die werde ich wahrscheinlich ausbauen müssen, weil sobald ich die unten wegnehme, dann haben wir hier noch die Hälfte an Fuelblock produzierenden Sachen. Also, gucken wir. Warte. Also ich reiße jetzt einen Teil von Hand ab. Und den Rest mache ich mit den Robotern. Und irgendwas wird jetzt bestimmt wieder schief laufen beim Abreißen, aber das ist dann halt so. Du bist überflüssig. Die sind verbunden, die sind verbunden. Stromversorgung muss ich nachher gucken. Wasser runter war nur für die Geschichte hier interessant. Kann also auch alles weg. Jo, dann nimm doch mal jetzt die... Ah, die Engines habe ich noch nicht automatisiert. Okay, denke dran, Gero, falls du weiter Roboter bauen willst, bau die Engine-Anlage oben bei Lubricants auf. Sonst noch was? Batterien. Du brauchst Schwefelsäure. Ja, okay. Also Batterien, Engines, Batterien, Engines, Batterien, Engines. Buff. Batterien, Engines, Batterien, Engines. Das klappt hoffentlich soweit alles. Noch eine Schwefelsäure-Sache. Ja. Dann mach die mal bitte hier oben hinten. Batterien. Du brauchst noch ganz viel anderes Zeug. Das kommt hier unten in die Kiste. Ne, oben in die Kiste. Mach nochmal eine zweite Fabrik hin bitte für noch mehr davon. Shift rechts, Shift links. Du bekommst Kiste, Kiste. Kiste, Kiste. Rein, rein. So, so. Eisen war das, Kupfer und diese komischen Gebässer oder Dinger. Nimm, 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 nimm die da. Nicht ganz so viel. Alles okay. Shift rechts, Shift links. Beschränken tun wir euch mal auf 3 Stacks jeweils. Sollte okay sein. Stromspardinger, Stromspardinger und go. Irgendwann, demnächst. Und die Engines. Wir haben schon so dermaßen viele Roboter und theoretisch könnten wir die alle noch eine MK-Stufe hochbringen. Also, ja, das mache ich sogar bald. Aber wir sind ausgelastet. 50 Roboter, die nichts zu tun haben. Aber gut, wir haben auch gerade neue Aufträge verteilt, deswegen kommen dann immer diese komischen Schlangen hier zustande. Denn ist klar, dass die ausgelastet sind, aber eigentlich sollte das einigermaßen sich aufgehen. Ist okay.
Das heißt, Military Tick durch. Ich guck mal ganz kurz, wie die Forschungstränke so aussehen.